Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge von Verrückte Spielewerbung. Ich habe zum einen den Mats an meiner Seite. Hallo Mats. Guten Tag. Und einmal den Robin. Hallo auch von mir, Robin Schweiger. Guten Tag. Und falls ihr euch wundert, warum die beiden sehen so eigenartig emotional gezerrt und leer aus, das liegt daran, dass wir gerade schon eine Aufnahme von Verrückte Spielewerbung hinter uns haben. Dieses Format ist abwechselnd, exklusiv und kommt für euch alle. Das hier ist die letzte Folge dieser neuen Staffel. Es gibt also schon zwei Folgen, die ihr euch exklusiv auf patreon.com/hooked und steady.de/hooked anschauen könnt. Und in der letzten waren ein paar Werbeclips dabei, die uns, glaube ich, alle drei ein bisschen fertig gemacht haben, im besten und im schlimmsten Sinne, I guess. Das müsst ihr euch dann dort auf Patreon und Steady anschauen. Heute in dieser letzten Folge geht's nicht ganz so verrückt weiter, würde ich zumindest mal behaupten. Ich weiß ja nie so richtig vorher, wie das auf euch wirkt, aber ich freue mich sehr hier drauf. Ich würde sagen, wir starten mit Werbung Nummer 1. Hurra. Danke, ihr zwei. Hey! You still don't have a Sega CD? What are you waiting for? Nintendo to make one? You have seen the games, right? Wrong answer, man. Oh, nee. Wanna see more? Ah, ich bin's wieder zu Hause. Ah, thank God. Yep. Alles ist wieder so, wie ich es kenne. Sega macht Sega-Werbung. Ah. Die kommt mir so bekannt vor. Ja, weil das jede Sega-Werbung ist, lieber Mats. Ich glaube, daran liegt's. Ich hatte wirklich zwischendurch, dachte ich, die haben wir doch schon mal gesehen. Ich habe auch überlegt, kurze also Zeit. Also irgendwann kommt der Moment bestimmt, wo ich mal versehentlich eine Werbung doppelt einbaue. Ich will es nicht komplett ausschließen. Aber es stimmt schon, es ist eine sehr klassische Sega-Werbung. Und irgendwie Werbung der 90er haben auch so ein bisschen Intus und der 80er teilweise auch, dass der Spieler irgendwie immer so in Gefahr gerät. Naja, eigentlich aber, schon verloren ist, ne? Ja. Er gerät eigentlich in Gefahr, weil er ist ja danach mit einem zugegebenermaßen etwas zerstörten Gesicht, aber immer noch glücklich, schreit er ja Sega. Es scheint ihm wieder gut zu gehen, auch weil er kurz ein Skelett wurde. Aber ich wollte gerade sagen, wir sehen mehrfach sein Skelett. Also. Ja, als ich die PS5 erstmal angeschossen habe, war das auch ähnlich, Tom, vor Aufregung. Ich glaube, dann hast du was falsch gemacht. Ja, das könnte ja auch sein. Ich kenne mich mit Strom nur bedingt aus. Ich muss aber sagen, diese Werbung wird für mich sehr von diesem Jungen getragen, der macht. Ja, so. Das ist eine der lustigeren Reaktionen, die ich so bisher in diesem Videoformat gesehen habe. Er spielt das so gut. Es ist auch exakt die Reaktion, die ich glaube ich hätte. Ja, es erinnert mich auch an irgendwas. Ich kann es nicht so ganz platzieren. Ja, eine Sega-Werbung vielleicht. Gesundheit. Also ich bin tatsächlich jetzt an dem Punkt, an dem Robin in der letzten Folge auch gesagt hat, irgendwie langweilt einen das so langsam. Weil diese Werbung ist für mich null überraschend, in keiner Art und Weise. Das Lustigste ist tatsächlich, finde ich auch so, diese Reaktion. Mir gefällt aber nicht, und ich feel attacked, dass hier die Jugend und Videospieler und auch Rinnen immer als leicht dümmlich und dann kaputt zu blasen. Also ich sehe mich da sehr repräsentiert. Ach, ich weiß, ich bin so. Ich glaube, hier wird eine ganze Generation dargestellt, Mats. Ja, Also diese Katze, Zeit, die am Ende an der Wand klebt, ist für mich das Highlight. Der Rest ist finde ich tatsächlich. Ich finde, dadurch, dass du hier die Reaktion von dem Typen hast, dadurch, dass du diese Skeletteffekte hast und dass am Ende wirklich alles an der Wand hinten klebt, inklusive der Katze, das gibt mir schon viel, auch wenn ich euch zustimme, dass die Art von Werbung bekannt ist. Aber ich mag sie trotzdem. Ich finde, sie ist grundsympathisch. Also ich mag das Detail wirklich sehr gerne, dass die Katze am Anfang kurz auch neben dem Sessel sitzt und dann am Ende sich dort wiederfindet. Mich irritiert, ich glaube, es ist ein Bonsai-Baum heißt es, ne? Nicht Bonsai-Baum. Bonsai-Baum ist es, glaube ich, den man da auf dem Fernseher sieht. Es irritiert mich, welcher 16-jährige Soccerboy hat bitteschön eine Pflanze irgendeiner Art in seinem Raum stehen. Dass dich das irritiert, wundert mich nicht. Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn er eine Katze hat. Als ob man so ein Baumding auf den Fernseher stellen kann, wenn man eine Katze hat. Das ist höchst unrealistisch.
Also ja, ich bin, bei mir ist es wirklich eine Mischung von euch beiden. Ist das okay für euch, wenn ich direkt zur Wertung dabei übergehe? Ja, sehr bitte. Also es ist voll eine Mischung aus euch beiden. Ich finde es grundsympathisch, aber es ist auch wirklich sehr, sehr, sehr Standard. Ich glaube aber, da wir aus der letzten Folge rauskommen, wo ich in meinem Tiefsten auch so ein bisschen angegriffen und erschüttert wurde, bin ich eher dem positiv gegenüber eingestellt, dass ich etwas Langweiligeres, etwas Bekannteres bekomme, wo ich mich zu Hause fühle. Deswegen gebe ich dem 6 von 10. Weißt du, einfach Katzen. Einfach Katzen mit Wohlfühlkatzen, oh. Streichelkatzen, schöne, fluffige, schöne Katzen. Dann mache ich mit dem Theme weiter. Ich finde sie ein bisschen besser. An und für sich stimme ich deinen Punkten aber zu. Bei mir gewichte ich das einfach ein bisschen anders. Mhm. Deswegen bin ich bei 7 von 10 Goldfischen. Weil der klebt nämlich am Ende auch auf der Wand. Mhm. Ja, ich komme hier, also mehr als 3 kann ich beim besten Willen einfach nicht geben, weil das ist zu berechnend, das ist zu standardisiert, Mann. Dieses Sega-Ding. Aber beim letzten Mal haben wir über diese Super Gameboy-Werbung geredet, die mochtest du ja auch voll. Die mochte ich aber, weil die sympathischer war. Die war auch klarer aufgezogen, da war klarer, was passiert. Hier ist es halt einfach nur, ey, guck mal hier, Sega-CD und balla, balla, balla. Hier haben wir so 1-Sekunden-Dinger von irgendwelchen Spielen. Ich sehe die Konsole super kurz nur, ich sehe noch nicht mal einmal eine CD. So, es ist also irgendwie... Wirkt das wie so ein Template, was sie da gemacht haben bei der Werbung? Da kann ich mich nicht mit anfreunden. Ich finde die Kritik super. Da ist keine CD in der Sega CD-Werbung. Ja, du machst ja auch für Sega CD und zeigst keine CD. Das ist irgendwie, ich weiß, ich kann mich da, also nee, ich 3 von 10, aber die Katze, die da an der Wand klebt, deswegen bin ich 3 von 10 wackelnde Katzenschwänze. Okay. Wir haben übrigens gar nicht das Gesicht am Ende angesprochen, weil er ja da nochmal so ein extra Make-up hat, was super terrifying aussieht. Das ist nicht so richtig gut geworden. Also auch da, wenn ich das mit dieser Gameboy. Mit diesem Gameboy-Modul im Gehirn mehr oder weniger vergleiche, da kackt das schon ein bisschen ab. Na gut. Dann kommen wir doch lieber schnell zu Werbung Nummer 2. Okay, Class Pop Quiz. Question number 1. You want to buy a video game system? Super NES gives you 4 free games. Sega gives you no free games. Which do you choose? Number 2. Farmer Brown's 4 chickens to trade for a video game system. Super NES gives him 4 free games. Sega no free games. Which should Farmer Brown choose? Wow. Number 3. Buy any Super NES system and for $3.50 postage, we'll send you Super Mario All-Stars. Oh, wow. That's 4 games free. Now, who would miss an offer like that? Could you repeat the question? Wow. So, wow. Jetzt gibt's drauf. Mal andersrum. Sega will Krieg bei Nintendo. Ja. Zurück. Erneut richtige Nintendo, richtige Sega-Werbung von Nintendo. Dass sie einfach... Four Games, aber dann ist es Super Mario All-Stars, finde ich schon ein bisschen lustig. Die haben alles rausgeholt, was sie rausholen konnten, also wirklich. Echt, also, ist auch richtig beleidigend, ne? Also, wenn du irgendwie Sega-Fan bist und dann sitzt da, also, das ist schon, also da volle Möhre. Ja, ich finde aber eigentlich, also volle Möhre ist das, was Sega macht. Ich finde, das ist immer noch so ein bisschen zahm. Also ich glaube, Nintendo könnte da noch härter drauf gehen, weil wir erinnern uns in einer der vorherigen Folgen, als wir mit Leo geguckt haben, da wurde ein N64 zerschossen mit der Flinte. Was passiert denn? Könnt ihr lesen, was er da am Ende schreibt? The best play here steht da, glaube ich. The best play here? Ach so, die auf besten Nintendo. Spielen ja, genau. Hier. Ja, stimmt. Man hätte natürlich hier, was Zerstörung angeht, noch mehr machen können, aber das ist schon sowas, also diese Art des Werbekriegs, die hat man ja seitdem nicht mehr gesehen oder mir ist die nicht mehr untergekommen. Ja. Das war, glaube ich, auch lange in Deutschland irgendwie nicht erlaubt, so vergleichende Werbung. Aber das schon, da hätte ich als Nintendo-Fanboy früher, hätte ich gesagt, genau so ist es, guck mal, 4 Spiele. Die doofen Sieger, ja, Leute. Sind nur Remakes, Sonic stinkt. Sonic stinkt, genau, das ist so. Das ist insane, dass einfach die meiste Zeit in dieser Nintendo-Werbung du einen Mann, Jungen in seinem riesigen Sonic-Shirt da sitzen siehst. Ja. Das ist wirklich crazy, dass du mehr Sonic siehst als Mario in dieser Werbung für den Super Nintendo. Ja, ich bin noch hin und her gerissen. Ich finde es interessant. Ich finde aber auch dieses fucking, das ist einfach ernsthaft All-Stars, Super Mario All-Stars. Das ist so lustig. Da hat man wirklich alles, wie du sagst, rausgeholt, Tom. Ja, also mir ist diese Werbung sehr sympathisch. Ich finde erneut nicht ganz bissig genug. Also da ist man das letzte bisschen, das stimmt, genau, da ist man von Sega halt irgendwo Besseres gewohnt. Sega hat natürlich auch deutlich mehr Übung damit, weil sie von Anfang an so scharf geschossen haben. Aber allein die Abwechslung, wie erfrischend.
wie erfrischend, dass Nintendo hier mal sagt, ja, wir machen das jetzt auch einfach mal und stellen die Sonic- und Sega-Fans als die Dümmsten dar. Deswegen sehr sympathisch. Ich lande, glaube ich, wieder bei einer 7 von 10 dieses Mal erschossene Sega Saturns. Ich darf mich kurz dazwischen drängen, lieber Robin. Mhm. Ich bin ja auch so, ich habe jetzt gerade erst verstanden, dass es ja also wirklich nur darum geht, dass man eben ein System mit vier in Anführungszeichen Spielen dazu kriegt. Ich dachte eher so, das ist so ein Rundumschlag, was ja Sega dann immer gerne gemacht hat. Also schnellere System und das bessere System und sowieso und überhaupt. Und hier ist ja wirklich nur, da gibt's kein Spiel und hier gibt's eigentlich ein Spiel, aber da sind vier Spiele drauf irgendwie. Also da, ja, und ich bin auch dabei, es ist, hätte man noch dann noch mehr machen können. Aber sie haben das Optimum aus dieser Vorgabe. Ey, guck mal, wir geben mehr als die Konkurrenz. Da haben sie schon viel draus gemacht. Ich bin aber auch bei 7 von 4 Chickens. Also der Punkt, den du machst, den wollte ich tatsächlich auch so machen, dass ich mich irritiert, dass diese Werbung so einen kompletten Fokus auf die Quantität legt. Weil das habe ich so noch nicht gesehen. Also wenn ich halt dann sehe, was dann Sega macht, die einfach dann zeigen, wie irgendwie ein Super Nintendo-Spiel mit 0,2-facher Geschwindigkeit läuft und dann hast du daneben Sonic, wo sie noch eine Explosion reinhauen und sagen, guck mal, wie viel geiler das ist. Das überzeugt mich dann ehrlich gesagt ein bisschen mehr. Ja, also ich würde sagen, es ist ein guter Anfang von Nintendo. Da kann man drauf aufbauen, aber viel mehr noch nicht. Deswegen wäre ich, glaube ich, bei 5 von 10. Ich habe gar keine Wertung gerade übrig. Kann mir einer von euch eine Wertung ausleihen? 5 von 10. Verwirrte Farmer. Oh, vielen Dank. Von 10 verwirrte Farmers. Dann haben wir den. Ja. Und ich meine damit natürlich den Hauptcharakter aus Dungeon Siege im Namen des Königs. Natürlich meinst du. Schwerter des Königs. Der Farmer meinte ist. Mats, glaube ich, auch. Ja, natürlich. Dungeon Siege. Gut, wir kommen zur nächsten Werbung. Oh boy. Oh. Ich schmeiß wieder meinen Sega in den Hut. Keine Ahnung, wie Xbox die Design. Ja. Gleich sind wir alle durch. Es ist wahrscheinlich wieder Nintendo und wahrscheinlich ist es Mario Kart. PlayStation hat ja auch diese super weirden Werbungen in der Jahr. PlayStation 2, ja. Das haben wir wirklich alle durch. Die zum Teil von Chris Cunningham gemacht waren, total irre. Holy shit. Okay, Alter. Damit hätte ich als letztes gerechnet, ehrlich gesagt. Holy crap. Du hast halt immer gesehen, wie sich ein Würfel geformt hat bei ihm an verschiedenen Stellen. Hat er da eine Memory Card verschluckt oder warum liegt er da im Krankenhaus? Also ich habe ja auch einen sehr großen Adamsapfel, aber das sieht ungesund aus. Ja, warum gibt es so oft Body-Horror-Werbung bei Videospielen? Wirklich? Ich verstehe es nicht. Hinten, der hat so einen komischen Pickel auch da irgendwie auf. Das sind alles also Sachen, die ich nicht sehen möchte. Das Ding ist, der hat einfach ganz viele Cubes im Körper, die raus wollen irgendwie, ne? Mhm. Aber das war einfach weird. Horror. Wenn das wenigstens Werbung wäre für Eternal Darkness. Ja, oder man mal eine Konsole sehen würde. Ah, aber dieser aufgeplatzte Pickel, möchte ich nicht. Ja, das ist so eine aggressive In-Your-Face-Werbung, die, das finde ich auch so, diese Edginess irgendwie versucht hat und diese Weirdness irgendwie als ein Selling Point darzustellen. Und das war ja, ich meine, so der Nintendos Versuch, weg von diesem Familienimage zu kommen, so der GameCube. Ja, das wirkt gerade in Amerika inspiriert. Ja, genau. Und das ist schon. Aber ich finde es interessant gemacht irgendwie. Aber das ist halt, also ich raff diesen Punkt, ich muss das mir wirklich jetzt 2 Minuten lang in Dauerschleife angucken, um auch zu merken, okay, das Herz ist eckig, okay, das Gehirn ist eckig. Das sieht man alles überhaupt gar nicht beim ersten Mal gucken. Und ich glaube auch beim zweiten, dritten Mal gucken, wenn man es nicht hintereinander wegguckt. Ich finde, das ist ein sehr valider Punkt, weil ich mir das auch dachte. Nachdem ich gesehen habe, Nintendo GameCube, also dann ist mir der Zusammenhang total klar. Ich finde aber, es ist nicht deutlich genug. Also ich finde, es hätte deutlich mehr die Würfelform zeigen müssen. Nicht einfach nur, okay, hier ist etwas, was vage kantig aussieht. Ja, ja. Das ist
eigenartig, aber selbst wenn es das wäre, wäre es immer noch eine super komische Werbung. Ja. Nee, ich finde, das geht eher in so eine Teaser-Werbung. Weißt du, das ist noch nicht so eine hier, jetzt kauft das Produkt, sondern es ist eher so, ey, da kommt was. Also so ein Hype, ein Gefühl aufbauen von, das ist weird und wenn man die das nächste Mal sieht, fallen einem immer wieder kleine Sachen auf. Also, dass eher in diesem Rahmen, keine Ahnung, in 3 Monaten oder sowas kommt oder gut, ich weiß, gab's ja früher auch mal. Ich weiß jetzt nicht, wann die Werbung kam in Bezug zum Release vom GameCube. Ja genau, weil die sagt mir ja sonst gar nichts. Also weder Preis noch Release-Zeitraum oder so, sondern es ist echt eher so, da kommt was. Selbst von den Spielen siehst du ja nur Ausschnitte. Also es bleibt dir ja kein einzelner Titel hängen. Und ich würde auch sagen, die Ausschnitte sind viel zu kurz, als dass sie mich auch irgendwie grafisch beeindrucken könnten. Ja. Ich bin verwirrt. Das sind auch die falschen Spiele. Also dann diese Equilibrium-Ästhetik hier in diesem Raum, es ist alles sehr komisch. Ja, aber also wie gesagt, ich finde das irgendwie... Es hat was. Also ich finde sie nicht langweilig, sondern die macht auch wieder irgendwie emotional so ein bisschen was mit mir. Und ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen diesem abgestoßenen Pickel, was man eigentlich in Werbung nicht sieht, weil du willst ja das reine Schöne und so. Und sie zeigen hier eigentlich ja einen, ich weiß gar nicht, was ist denn die Situation? Der ist aus dem ausgesetzt gewesen und hat seitdem, weiß ich nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Träume oder was? Also ist irgendwie ein Experiment. Ist er sowas wie Wolverine? Oh ja, stimmt, der eckige Wolverine. Wir machen aus einem Menschen einen Würfel. GameCube. Ihm wächst ein so ein Henkel am Kopf. Also und das finde ich aber auch eine schöne Theorie. Der GameCube ist einfach ein menschliches Experiment. Ja, also ich bin da ein bisschen negativer als ihr, glaube ich. Weil ich finde so ein bisschen, also, dass es schon ein bisschen langweilig ist, weil es zu lang ist. Ich finde, es ist an einem Punkt, sollte es eigentlich vorbei sein, aber dann steht er noch auf und sitzt dann noch und dann kommt der Schweißtropfen noch. Ich finde, da dauert es dann irgendwie 20 Sekunden zu lange in dieser, weiß ich nicht, 40, 50 Sekunden Werbung. Ich finde auch, dass halt das Konzept finde ich cool, aber die Umsetzung ist einerseits zu subtil, aber dann auf der anderen Seite dann doch wieder so sehr auf die Fresse. Also ich finde, da ist es wieder so, da sehe ich nicht ganz, was ich jetzt fühlen soll, was da jetzt das Ziel war. Ich kann es mir denken, aber es geht mir in keine Richtung genug. Weil ich glaube, wenn man das einfach, diese Cube-Idee mag ich grundsätzlich gerne. Aber da würde ich dann sagen, das dann lieber mit einer langsamer geschnittenen Werbung, wo man wirklich irgendwie vielleicht das so als Naturdokumentation macht, wo man in diesen Körper reist, abenteuerlebenmäßig und alles in Cubes oder sowas, wo man das wirklich wertschätzen kann. Oder dann andererseits wirklich voll auf den Body-Horror geht, was sie aber auch ja nicht so richtig krass machen, sondern wirklich auch eher nur so andeuten. Das ist mir ein bisschen zu halbgar, muss ich sagen. Halbgar ist ein ganz gutes Stichwort, weil ich würde das der Werbung auch zuschreiben, dass da irgendwie so, da fehlen 2 Schritte, glaube ich, um eine gute Werbung draus zu machen, weil ich glaube, dass man eine gute Werbung draus machen kann. Ich finde das Konzept eigentlich cool und ich finde auch visuell, also rein von den Effekten, die sie benutzen, das durchaus gelungen, aber es ist nicht so ganz klar, was diese Werbung von mir möchte. Und ich finde den Kontrast auch irgendwo ein bisschen lustig, wenn ich länger drüber nachdenke, dass das so eine ernste, edgy Werbung ist und du am Ende dann diesen lila GameCube mit Super Mario Sunshine bei dir im Zimmer stehen hast. Das irgendwie gibt mir das was. Aber so richtig, also ich glaube, ich lande da in der Mitte. Ich glaube, das ist eine 5 von 10. Aber was es genau ist, weiß ich noch nicht. Ach, geben wir mal 5 von 10 nervige Super Mario Sunshine Levels. Also wenn ich die Werbung gerade im Kontext sehe von, ich habe gehört, es kommt eine neue Nintendo-Konsole und ich habe aber noch nicht so viel mehr Informationen und würde dann diese Werbung sehen, ich glaube, das hätte mich voll erwischt, weil diese Aufregung und dieses, es geht ja auch, also dieser kommt eine neue Konsole und die vereinnahmt dich und die geht über und das erzeugt so ein Gesamtgefühl das ist schon Aufregung. Ja, also, ich glaube, bei mir hätte ich dann mehr von den Spielen sehen müssen, damit dieser Teaser-Effekt funktioniert, weißt du? Ja. Naja, aber ich glaube, das ist ja nicht eine Werbung, die nur für sich gelaufen wäre. Da gab es bestimmt noch mehr. Also das wirkt halt wie Teil von irgendwie einer Kampagne, einer etwas größeren. Und gerade wenn man sich die Werbung in den USA anguckt, die waren ja schon alle sehr weird und gerade diese wassergefüllten riesen Glaswürfel, die es dann ja zum Teil da in Werbung gab. Das war schon irgendwie was anderes. Mir ist es aber auch ein bisschen zu anbiedernd an Sony und deren Werbekampagne. Mhm. Also die wollten da schon relativ aggressiv rein und ich glaube auch, sie sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen hier.
Aber ich finde, sie hat irgendwie so ein Alleinstellungsding so. Also das auf einer, also gerade in diesem Nintendo GameCube-Kontext. Ich finde die ganz spannend, aber ich kann mich jetzt auch nicht für mehr als irgendwie 6,5 und ja, komm, machen wir eckige Pickel aufraffen. Robin. Ich glaube, ich bin da ganz bei Tom und würde ebenfalls bei einer 5 war das, ne? Wo du das so genau, gegeben hast? Ja, ich bin da auch dabei, weil das auch so halt. Es ist nicht schlecht, ich finde es aber auch nicht so richtig gut. Es ist halb gar. Deswegen würde ich dem 5 von 10 Views geben. Erinnert sich irgendjemand an eine Wii U-Werbung? Tom, jetzt gab es Werbung time to shine. Für die Wii U? Ich glaube nicht. Vielleicht für die nächste Staffel. Das war's jetzt erstmal mit dem dritten Werbeclip. Wir kommen zu Nummer 4. It's evening in America. And across this great land, young men and women are coming together through the power of the internet with one common goal. To whoop each other's booties. Sega Dreamcast games are now online, unleashing the ultimate horror. Your fellow Americans, jack into SegaNet through your Dreamcast console and join your countrymen in the virtual arena. Play NFL 2K1 and cream four meatheads you've never even met. Play NBA 2K1 and school some farm boy without suffering the scent of livestock. Or play Quake 3 and waste some Jersey punk from the sanctity of your own home. And so, America, SegaNet is born. And suddenly we are one proud nation, indivisible, united in the pursuit of whoopin' booty. Gewalt also, gegen Vögel, ne? Gewalt gegen Vögel. Ich hatte gedacht, dass ich diese Werbung, weil sie die ein bisschen schafft zurückzuhalten und dann eskaliert es am Ende leider dann doch wieder sehr. Ich sage leider, weil ich das halt mochte, dass es sich ein bisschen zurückhält. Dass es ein bisschen so, du hast einen Erzähler, der die ganze Zeit so redet, sondern der einfach ein bisschen erklärt, was los ist. Und du hast ruhigere Szenen und ich verstehe den Punkt und wow. Aber dann am Ende eskaliert es dann ja doch wieder sehr. Ne? Und die sagen zweimal Whoop the Booty, was das Uncoolste ist, was ich je gehört habe. Es ist eine TV-freundliche Version von Kick-Ass wahrscheinlich. Ja. Aber es ist halt, ich finde die Werbung historisch total faszinierend, weil das ist ja die Zeit, wo Online-Play auf Konsolen noch sowas richtig Neues war. Und die Dreamcast war da ja Vorreiter. Aber die Werbung sagt ja im Wesentlichen genau das voraus, was Xbox Live später geworden ist. Weil ich glaube, ab einem bestimmten Punkt würdest du nie mehr eine Werbung so gestalten, wo du in den Fokus rückst, dass man sich ja beleidigt gegenseitig, wenn man online spielt. Ja, zu Xbox Live-Zeit war das auch noch so. Es gibt auch noch Werbeclips tatsächlich zu Xbox Live-Zeiten, als das dann neu war, wo das auch noch sehr in den Mittelpunkt gerückt wurde, dass man Leute fertig machen kann. Also ne, da hat man die Kultur selbst so ein bisschen geschaffen, aber ich glaube, heute würdest du es einfach nicht mehr so machen. Abgesehen davon, dass natürlich der Reiz von Zusammenspielen ist, was total üblich ist. Also das ist ja nichts Besonderes mehr. Ich finde es halt krass, dass hier so diese Negativität so im Fokus steht. Das bringt es natürlich irgendwie mit, ne? Aber es werden halt, also Sega-Konsole wird irgendwie zerstört, Häuser explodieren. Also wenn ich das mal so sehe, denke ich, da kommt nichts Gutes bei rum. Also wenn das ein Elternteil sieht. Ich möchte kurz, das wird jetzt plötzlich sehr, also das ist ein richtiger journalistischer Artikel, den ich da kurz erwähnen möchte, das passt viel zu gut. Es gab vor einem halben Jahr, Anfang des Jahres war das, also vor fast einem Jahr, auf Vice gibt es einen Artikel, der heißt How Games Marketing Invented Toxic Gamer Culture, den ich sehr empfehlen kann, der sich genau damit befasst, wie halt auch schon vorher Werbung sehr immer auf dieses Toxische abzielte und auf dieses Gegeneinander und Fertigmachen. Und das passt da halt voll rein, dieser Werbeclip. Das ist tatsächlich etwas, wo wir zum Glück drüber hinweg sind, aber noch gar nicht so lange. Ja, genau. Und ich glaube auch, dass solche Werbungen da reinspielen und dieses ganze Sega gegen Nintendo-Ding, ne, wo halt sehr, sehr lustige Sachen dabei sind. Und es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie viel Mean-Spiritedness, also wie viel Gemeinheit man da rein interpretiert. Ja. Aber es ist trotzdem faszinierend, dann zu sehen, wie es mal war. Ja, es ist halt so humorvoll und wenn man sich dann heute gerade dieses Fanboy-Tum irgendwie noch anguckt, wie aggressiv das gerade online irgendwie geführt wird,
hat das irgendwie so einen Beigeschmack. Ja, aber genau, weil es irgendwann halt das wurde, nur ohne das Augenzwinkern. Ja, genau. Ja, genau. Nun, also ich bin, also ich, ja, ich finde die Werbung zu lang. Mhm. Ich finde den Ansatz so halbwegs originell, aber ich finde, diese Vorreiterrolle, die Sega da hatte, wird nicht so richtig ausgespielt, dass das ja wirklich eine krasse technische Neuerung war, dass eine Heimkonsole von Haus aus irgendwie so internetfähig und so, das haben sie alles ein bisschen verpasst. Mich irritiert auch der Fischman. Ja, wie der Seaman. Der hat auch einen Namen, oder? Hat er denn? Ja, Seaman wahrscheinlich. Leonard Nimoy. Keine Ahnung. Der ja die Werbung hier spricht. Also, ich bin, glaube ich, auch dieser Rabe, der dann am Ende da gerillt. Also ich kann mich, glaube ich, nicht mehr als 4 von 10 tote Raben irgendwie, kann ich da nicht geben. Mhm. Ja, ich bin da, glaube ich, erneut wieder so ein bisschen in der Mitte gelandet, weil für Sega-Verhältnisse ist die dann fast nicht scharf genug. Also wo ich auch sage, da hätte man noch mehr reingehen können, auch wenn ich gleichzeitig sage, naja, man hat halt hier eine Kultur befeuert, die auch eher negative Seiten hervorbrachte. Aber so alleinstehend finde ich die sehr inoffensive, die Werbung. Und dadurch bleibt sie aber auch nicht so ganz hängen. Also das mit dem Vogel ist ja noch so mit das Gemeinste, was hier passiert. Und dann wird ein Teddy zerrissen oder so. Was ich sehr mag, sind die ganzen 3D-Modelle. Ne? Mats hat ja gerade den Seaman erwähnt, aber man sieht auch so die Sonic-Figuren, man sieht die Jet Set Radio-Figuren. Fast schon ein bisschen zu kurz, da hätte man irgendwie noch mehr mitmachen können. Ich glaube aber, sie tauchen auch in anderen Werbeclips von der Dreamcast. Ja, deswegen 5 von 10 Gunthers aus dieser anderen Quake-Werbung, weil ich da gerade einen Quake-Shot gesehen habe. Lass Gunther in Ruhe. Also ich wollte den Aspekt tatsächlich auch noch erwähnen, weil ich finde, wenn sich dieser Clip mehr konzentriert hätte, wirklich deutlich mehr auf diese 3D-Modelle, ne, dass hier irgendwie, die können jetzt, also natürlich ist Online-Spiel nicht, dass du jetzt mit Sonic gegen irgendeinen NFL-Spieler spielen kannst, aber dieses Zusammenspielen würde ja auch dadurch visualisiert werden können, wie die ja auch da alle zusammen stehen. Wäre, finde ich, ein viel interessanterer Aspekt gewesen. Und immer wenn ich diese kurzen Sekunden mit diesen 3D-Modellen gesehen habe, dachte ich mir auch, davon jetzt mehr, bitte. Aber das war dann immer nur sehr, sehr kurz und sehr, sehr schnell wieder weg. Ich sehe gerade, ich habe gerade pausiert, man sieht auch, der hat gerade aus Jet Set Radio dabei zum Beispiel, was so wie, ziemlich cool. Aber so, ja, inoffensive, aber auch langweilig und irgendwie auch nicht so richtig das, was sie machen wollen, wird erreicht. Und dann ist es irgendwie doch auch wieder bekannt, weil es am Ende dann doch wieder auf eine etwas lamere Ebene dieses Sega-Werbeclips geht. Also ich bin da am Ende. Ah, wo lande ich? Hast du schon Wertung gegeben, Tom? Ja, fünf. Ich glaube, ich bin da tatsächlich noch echt ein bisschen schlechter und lande am Ende bei 3 von 10 Jet Set Radio Fortsetzungen, die wir doch mal bitte haben sollten. Oh, ja, bitte. Der Bitte möchte ich mich gerne anschließen. Ja. Wir kommen zu Werbung Nummer 5. You don't understand, it's after us. It's big. It's got huge teeth. A big beak. Bulgy eyes. Feathers, fur everywhere. Yeah, and pigs can fly. No, bears can fly. Bad guys beware. Das ist, nee. Here comes Banjo-Kazooie. We're here both bird and bear with amazing powers. I've never been anything like this. Headbanging, sky-flying, rock-hopping, egg-shooting, tag-teaming duo. Banjo-Kazooie. Only for Nintendo. Oh Gott. Oh, das ist cool. Das ist ein super Shot. Was ist der Kontext dafür, dass diese 3 Männer von Alter irgendwie 35 bis 65 zusammen in diesem Lagerfeuer sitzen? Ich glaube, da würde ich gerne mehr drüber wissen. Ich möchte eine Kevin allein zu Hause ausgeraubt. Ja, ja. das ist gar nicht verkehrt, Mats. Ich möchte eine Theorie aufstellen, dass hier einfach so ein bisschen Kontext fehlt, weil ich finde, es hätte klarer etabliert werden müssen, dass das Bad Guys sind. Also das sind wahrscheinlich Räuber oder sowas, weil direkt der erste Satz, den er sagt, ist halt, dass Banjo-Kazooie gegen Bad Guys vorgeht, wenn der Übergang kommt zum Gameplay. Und das geht in der Werbung ein bisschen verloren. Ja, das stimmt, geht total unter. Ich komme nicht drüber hin. Also, weißt du, so Konka als echtes Eichhörnchen darstellen, okay. Aber das schaut dafür die letzte Folge. Was kommt denn als nächstes? Irgendwie, Vor allen Dingen, naja, was total irritierend ist,
wenn man sich mal, also es gibt diesen einen Shot am Ende natürlich, wo man sie sieht, wo es einfach normaler Bär und normaler Vogel ist, aber es gibt diesen einen Shot für 2 Sekunden, wenn die auf sie so Banditen, was auch immer sie sind, zufliegen, wo sie im Grunde nur aus Motion Blur bestehen und wo tatsächlich Kazooie auch so ein bisschen aussieht wie so ein Phönix mehr. Das ist super irritierend. Wie so ein Urzeitvogel auch. Ja. Aber dann halt die echten Klauen vom Bären, was ich wieder sehr mag. Ja. Ich finde halt, weil, also das ist halt ein niedliches Spiel, so, und die sind, weißt du, so, das ist so ein Feel-Good-Ding irgendwie, und so kriegt das, also, weil das so realistisch ist, werden die dann zerfleischt von den Bären, oder weißt du, so, das... Nur weggetragen. Ja, wohin? Wohin, Tom? Möchtest du mir erzählen, dass er nicht in die Bärenhöhle getragen wird, wo dann richtig schön die Gedärme rausgeholt werden und Kazooie dann wahrscheinlich danach irgendwie die Augen auspickt und so? Also das ist jetzt deine Interpretation. Das sind meine Gefühle, Tom. Ja, das liegt immer noch an der letzten Folge, glaube ich. Verwirrt, sehr verwirrt. Es ist tatsächlich ein bisschen verwirrend. Aber ich finde es so schön bizarr, weil wenn du Banjo-Kazooie denkst und dir überlegst jetzt, wenn du einfach mal nur schaust, okay, was wäre Banjo-Kazooie für eine Werbung? Und es wäre eigentlich so ein Happy-Go-Lucky, ach, guck mal, hier hast du dieses fröhliche Spiel, sammel die Puzzleteile und sowas. Aber irgendjemand dachte sich dann, nee, warte mal. Lass mal. Ja, das scheint ja so ein richtiger Trend gewesen zu sein eigentlich, ne? Also das taucht ja immer wieder auf, dass dann einfach Figuren, wahrscheinlich weil sie einfach digital nicht vernünftig dargestellt werden konnten, einfach echt, aber also das, diesen Gedankengang zu sagen, und dann machen wir einfach einen echten Grizzlybären und irgend so ein Flugvogelgedöns, was irgendwelche Gauner aus der Wildnis rausholt, das passiert doch nicht einfach. Aber, ich habe hier das Gefühl, das ist der gleiche Schreiber und Regisseur wie die Conker-Werbung, aber wo die doch eine Nintendo-Aufsichtsperson hatten. Hm. Und gesagt wurde, also ein realistischer Bär, okay, aber du kannst jetzt nur das machen. Ich sehe, wie er mit metaphorischen Handschellen diesen Clip dreht, lieber Tom. Ja, oder es gibt auf der offiziellen Banjo-Kazooie-Seite noch die unzensierte Variante. Ja, wo am Ende der Mann dem Bär ein, ne, ihr wisst schon. Oh boy. Okay. Also ich finde die Idee zu sagen, das ist so ein absurdes Konzept, dass da ein Bär und ein Vogel sind, wir stellen das jetzt einfach in echt dar mit Puppen, die finde ich richtig super. Ich finde, da hätte man sich noch weiter reinlehnen müssen, weil wie lustig wäre es gewesen, darzustellen, wie so ein kleiner Vogel einen Bären trägt und mit dem auf dem Rücken rumläuft und so. Da hätte man mit Puppenspiel noch viel machen können, weißt du? Auch wie die zum Beispiel diese Banditen hier verfolgen, wenn das schon alles in der echten Welt passieren muss. Weil ich mag total diese Szene, wenn er hier gegriffen wird von den Tatzen und am Ende, wenn er vorm Mond fliegt, so diese E.T.-Anleihe. Das gibt mir sehr viel und ich sehe auch viel vom Spiel. Also damals hätte es, glaube ich, auch den Werbeeffekt für mich ganz persönlich erfüllt, weil das Spiel halt auch super aussieht. Ich mag deswegen die Werbung. Ich sehe aber sehr viel verschenktes Potenzial. Ja, das stimmt. Ja. Es hätte locker eine 15 von 10 werden können. So dümpelt es. Also ja, ich bin da voll bei Tom. Deswegen lehne ich mich jetzt mit meiner Endwertung auch aus dem Fenster, sage 8,5. Weil man, wie gesagt, das Spiel sehr, sehr gut dargestellt bekommt, finde ich. Das hätte bei mir sehr, sehr gut gewirkt. Und das wäre, glaube ich, auch was gewesen, wo, wenn die nochmal gelaufen wäre im Fernsehen, dann hätte ich nochmal genau hingeguckt, weil diese Ausschnitte immer sehr kurz sind. Aber irgendwie Lust auf mehr machen. Und das ist ja schon mal gar nicht verkehrt für so eine Werbung. Also 8 von 10 realistische Bären, die einen Vogel auf der Schulter haben, Tom. Oh je. Positiv noch, ja. Warum muss ich irgendwas sagen? Ja, also ganz so positiv ist dann bei mir nicht. Ich bin dann eher so bei einer 6 oder sagen wir 6,5 von 10. Was genau ist eine gute Frage? Was gibt es denn für gute Bären in Filmen? Oder nee, ich nehme einfach hier diesen Chaos Reigns Fuchs. Oh ja, sehr gut aus Antichrist. Ja. Ich bin da ein bisschen negativer als ihr, eben weil ich, aus all den genannten Gründen lande ich, glaube ich, am Ende ebenfalls wieder so ein Ding, wo ich kann mich nicht so richtig daran begeistern, ich kann aber auch nicht so wirklich wütend sein. Deswegen ist es erneut eine sehr klassische 5 von 10 Bear Grylls, der in einem Kadaver von einem Kamel übernachten muss. Okay. In der Wüste. Ja. So, das ist jetzt eigentlich schon die letzte Werbung gewesen, aber weil es die letzte Folge ist von dieser neuen Staffel Verrückte Spielewerbung und weil Mats auch gerade da ist, gibt es noch eine kleine Bonuswerbung. Wir kommen zu Clip Nummer 6. Oh Gott, ich hoffe, die ist gut, das bin ich schuld. Otosan,
Yay! Wupp, wupp, wupp! Jawohl! Diese Pause. Ja, die war ein bisschen... Da wurde mir das, ganz warm. Wurde das von einem Amerikaner gedreht, dieser Werbeclip, der glaubt, Japaner imitieren zu können, das wirkt voll so. Ja, also das ist so ziemlich die einzige richtige TV-Werbung, die ich zu Phoenix Wright finden konnte. Die anderen sind alles normale Trailer. Oh Gott, das reinigt gerade richtig meine Seele. Ja, ne? Ja, das ist einfach nur gut. Ich finde das auch sehr herzig. Ich möchte nur... Also so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Nein, ich meine emotional. Ja, das ist, stimmt. Weißt das du, weil stimmt. Hier gibt es niemanden, der irgendwie stirbt oder der komisches Schicksal. Die ist einfach nur eine Familie, die hat Spaß zusammen. Es ist einfach nur rein, das meinte ich mit gut. Ich meinte jetzt nicht, dass das die beste Werbung ist, die ich je gesehen habe. Ich möchte kurz hinzufügen, ich habe so ungefähr 20 Sekunden von dieser Werbung rausgeschnitten, weil da noch viel einfach nur Text ist zum Gameplay. Also das gab es ja auch noch. Das hätte uns jetzt nicht so viel gebracht, weil wir kein Japanisch sprechen. Ansonsten dieser Part mit den Schauspielern hier, der funktioniert ja komplett sprachenunabhängig. Wenn die Iri sagen und die Fernbedienung halten, ist klar, dass die Einspruch schreien. Also das kommt ja total rüber. Oder dieses hier Hold It. Ja. Und so, das funktioniert alles. Und ich finde halt die Mimik, also die Schauspieler tragen das halt, finde ich voll, ich finde die irgendwie sympathisch. Ja, ja, es ist so genau sympathisch, ist es, ja. Ja, es ist super sympathisch. Es hat halt auch übelst den Home-Movie-Look. Also das wird wirklich so aus, als ob das für 2,50 hat. Warum hat eigentlich Ace Attorney 2 eine römische und eine arabische 2? Das habe ich jetzt ja noch das erste Mal gesehen. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das sind die japanischen Logos nur. Ja, ja, achtet mal gleich auf das Logo von dem zweiten Teil. Das hat einfach eine römische und eine arabische 2. Super seltsam. Es hat übelst den Home-Movie-Look, gerade wenn man halt sieht, wie sie diese Bewegungen machen. Die Gesten macht die jetzt. Ja, genau. Ich finde, das sieht voll so aus, als ob das irgendjemand zu Hause bei sich aufgenommen hätte. Ist so sehr grundsympathisch. Ich weiß nicht, wie gut die Werbung wirklich ist, aber ich kann dem auch absolut gar nicht böse sein, also, in irgendeiner Art und Weise. Zum Ach, jetzt mal drauf, die 2 bitte, weil das irritiert mich höchst doll. Da. Ja, ja, stimmt. Was? 2-2. Ja. Ist ein bisschen zu viel. 2.2. Es hat halt zum einen diese Wii-Werbungsästhetik, weil alles so einfarbig ist. Halt hier eher beige als weiß. Aber zum anderen dann auch dieses ein bisschen Low-Budget. Andererseits ist es auch nur WiiWare. Also das ist ja nur diese Download-Plattform gewesen, über die ich übrigens mal ein Video gemacht habe. Die gibt es ja leider inzwischen nicht mehr. Das Video aber schon noch. Das Video gibt es noch. Hoffe ich. Ja, man weiß bei Nintendo nicht. Ja. No one must know. Also ich bin hier, mir geht hierbei das Herz auf, was sicherlich auch unter anderem an dieser Ace Attorney-Musik liegt. Ja. Deswegen gibt es von mir hier gar keinen Einspruch, sondern 8/10 Freisprüche. Ui. Also ich hätte mich natürlich, also ich bin jetzt ein bisschen traurig, weil ich sehr gerne eine Werbung gehabt hätte, wo diese Familie da sitzt und da kommen halt einfach Schauspieler rein, die halt gekleidet sind wie, keine Ahnung, Gamschuh oder so. Da weißt du, einfach so eine, das wäre für mich noch einfach. Aber wir müssen immer noch den Film gucken, Mats. Ja, das stimmt. Das ist eine super Hinführung. Das muss man auf jeden Fall machen. Also klar, sie ist für wenig Geld gemacht. Ich glaube, sie hatten auch nicht viel. Es würde mir auch nicht wundern, wenn das einfach ein Entwickler und seine Familie ist oder so. dafür sieht dieses Haus zu sehr nach Set aus, finde ich. Ja, es sieht aus wie so ein Reset, das stimmt schon. Also ich kann ja auch überhaupt nicht böse sein. Ich sehe da viel verschenktes Potenzial und Möglichkeiten. Freue mich aber, dass ich mal so eine Werbung überhaupt sehe, weil ich noch nie gesehen habe. Deswegen ganz, ganz subjektive und überhaupt nicht, also ich lege meinen Expertenstatus ab an diesem Moment, und weil ich einfach sehr, sehr diese Spielserie mag, gebe ich 9/10 begeisterte Gumshoes. Ja, ich bin ich gebe da 8/10 Ace Attorney, Phoenix Wright, 7 Spiele, weil den 7. gibt's doch noch nicht, oder? 6 gibt's, ne? Genau. Siehste, dann gebe ich den 7. Einfach, um es herbei zu wünschen, damit wir diese Familie nochmal zu sehen bekommen, liebe Freunde. Was ist aus der geworden? Das interessiert mich jetzt tatsächlich auch. Ja, ich will auch mehr Ace Attorney-Werbung. Warum gibt's da so wenig? Ist der Sohn Anwalt geworden? Ich hätte meine Vermutung wäre gewesen, ich krieg dann so ganz viele japanische Werbeclips, weißt du? Aber ich habe nur den einen gefunden.
Also falls ihr Ace Attorney Werbung findet, bitte schickt sie mir für kommende Folgen. Das soll es gewesen sein mit der letzten Folge dieser neuen Staffel Verrückte Spielewerbung. Wie gesagt, zwei der Folgen in dieser Staffel sind exklusiv für patreon.com/huckt und steady.de/huckt. Unterstützer ab 5 Euro bekommt ihr da Zugriff drauf und da möchte ich euch nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, denn das hat sehr viel Spaß gemacht. Auch diese Folge hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Sie war so ein bisschen ein Palette-Cleanser für uns. Ja, wirklich. Weil das war auch nötig. Also, falls ihr, um den Kontext zu sehen für diese Folge, müsst ihr euch eigentlich die vorherige auf Patreon und Steady angucken, um unseren Geisteszustand zu verstehen, warum diese Werbung dann bei uns eine 8 bis 9 von 10 wird. Ja, genau. Das ergibt wenig Sinn. Nur wenn man die Folge davor gesehen hat, ist es eigentlich unumgänglich. Aber bin ich froh jetzt gerade. All das, was aus dieser schwarzen Schublade, die in mir drin ist, wo so ganz schöne Sachen, die letzte Folge aufgemacht hat, wo so ganz komische Sachen, und die hat jetzt diese letzte Werbung auch wieder zugeschoben und Klebeband drüber gemacht. Ich fühle mich wieder sehr froh, dass ich mich für diesen Bonus hier entschieden habe. Danke, Mats, dass du dabei warst. Besucht Mats auf der Superkreuzburg. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke erneut an die Feedback-Supporter dafür, dass ihr für Verrückte Spielewerbung gewotet habt. Das war es jetzt aber erstmal wieder mit dem Format. Wir wissen noch nicht, wann es da weitergeht. Deswegen produzieren wir halt in Staffeln, weil das für uns ein bisschen machbarer ist und wir so verschiedene Formate anbringen können. Erneut vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.